Ja, servus und guten Morgen. Hier ist euer Krypto-Dennis mit dem nächsten Krypto-Update. Heute ist der 13.04.2021. Und wie immer fangen wir am Anfang mit Bitcoin an. Ja. So, ich mache jetzt mal kurz den 4-Stunden-Chart auf. Es hat sich im 4-Stunden-Timeframe nichts verändert. Wir haben immer noch in Rot das groß aufsteigende Kanal. In Lila haben wir hier ein mögliches Rising Wedge. Und im Moment könnten wir ein Symmetrical Triangle formen, hier in Gelb. Ja, ich habe es gestern in Telegram so eingezeichnet, wie es jetzt hier ist, hier und hier, weil ich vom Volumen ausgegangen bin, dass wir bald wahrscheinlich pumpen hier. Aber es war nicht der Fall. Wir sind hier ausgebrochen, gab einen kleinen Pump hoch, deswegen gab es hier die Spitze. Und dann kam wieder zurück an diese Linie. Deswegen habe ich das jetzt hier so eingezeichnet, hier mit der gestrichenen Linie. Und ich denke, das könnte der Punkt sein, wenn er hier drüber geht, dass er hier hochgeht, hier anfängt zu pumpen. Die bullischen Ziele habe ich hier eingezeichnet. Das wäre in Gelb hier das gleiche Ziel wie hier in Weiß bei diesen nach dieser Bullflag. Bei 65.000 in etwa. So, jetzt machen wir aber, weil wir ja beidseitig gucken, auch das Target nach unten sollte ja hier unten durchbrechen. Dann haben wir hier, ja, genau, fast die Unterseite des möglichen Rising Wedges bei 56.600. Ja, also, ja, da habt das. So, im Moment, er ist wieder jetzt kurz davor durchzubrechen. Ich versuche das Video so kurz wie möglich zu halten. Gehen wir in die ganz mal kurz in den großen Timeframe. Da seht ihr das Ziel, das 100% Ziel, dieses Descending Warning Wedge. Dann haben wir hier das 100% Ziel, dieses in gelb gezeichneten der Bull Flag. Das haben wir hier schon. Sollten wir hier durchbrechen, ist das erst, also durch das Rising Wedge und durch den roten Kanal, haben wir das erste Ziel bei 53.400. Das wäre eine Short-Möglichkeit. Und dann geht es weiter runter auf den grünen Balken mit 47.000. Dann den 44.000er Bereich, 42.000 und 41.000. 100% Ziel wären die 37.000 im Moment. So. Ja, er bricht wahrscheinlich gerade durch. Also Einstiegsmöglichkeit wäre immer noch hier ein V-Test, ja. Und genau, alle Leute, die mit mir hier long gegangen sind, warte mal ganz kurz, die mit mir hier long gegangen sind in diesem Bereich, im Moment sind wir knapp 3,5% im Plus. Ja, ich halte die Position, weil ich denke, dass wir hier diesen Bereich hier noch erholen und wenn nicht, dann stoppt er uns halt aus, dann ist es halt so, dann geht es halt nach unten, so ist das Spiel, ja, so ist die Wahrscheinlichkeiten. So, gehen wir kurz zu den MAs. In 4-Stunden-Chart, alles bullish, die MA9 hier in weiß-blau, weiß-blau, ja, weiß-grau, halb perfekt, seht ihr ja. Im Daily, also, was soll ich schon sagen, also, das sieht mega bullish aus im Moment. Ach, von den MAs her, kann man nichts zu sagen. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Ihr würdet mich da wirklich sehr unterstützen. Teilt es mit Freunden, Bekannten, wo ihr denkt, hey, das muss der auch gesehen haben. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Weil wenn ihr das nicht macht, dann bekommt ihr ja keine Videos mehr von mir. Ja, das wäre natürlich schade. Des Weiteren freue ich mich über ein neues All-Time-High. Ich habe die 600 Abonnenten geknackt. Ist halt mega geil. Muss ich dazu sagen, es ist wirklich mega, ja. Würde mich über weitere Abonnenten freuen. Das erste große Ziel ist natürlich die 1000, ja. Wie gesagt, teilt es weiter, empfehlt mich, würde mich sehr freuen. Des Weiteren, gerade für die Anfänger, wenn ihr nicht wisst, von was ich hier rede, von einem Descending Warning Wedge oder von einer Bull Flag und so weiter, schaut euch das Video an. Das geht zwar fast eine Stunde, aber da ist wirklich, ich habe es versucht, so kompakt wie möglich zu halten. Nehmt euch die Zeit, dann wisst ihr auch, was ich mit meinen Videos eigentlich will, ja. So, dann gibt es ein Telegram Content Only, das heißt, da tue ich ab und zu meine Marktschritte auch rein, ja. Da hat keiner Schreibbrecher, das heißt, es ist da alles übersichtlich. Umso mehr Support ich natürlich bekomme, umso mehr mache ich da rein.
Das liegt also an euch. Dann können wir uns noch austauschen im Krypto-Talk. Einfach hier joinen. Da können alle schreiben. So, unterstützt mich bei den Börsen. Seid ihr noch bei keiner Börse, dem wollt hebeln und traden. Einfach bei Bybit. Das ist meine Lieblingsbörse. Ganz einfach gehalten und sehr stabil. Einfach registrieren. Ihr bekommt bis zu 80 Dollar Bonus. Und bei Femex ist meine Zweitlieblings, Börse. Einfach anmelden. Dauert keine 30 Sekunden und ihr habt einen Account. Auch wenn ihr schon einen Account habt. Ihr könnt natürlich ohne Probleme wechseln, wenn ihr diesen angemeldet habt, gerade von dem alten Account auf den neuen Account überweisen. Ist ja kein Thema. So, gehen wir zu Ethereum. Bei Ethereum haben wir hier einen Symmetrie-Triangel, wie eigentlich fast alle, die das Video jeden Tag verfolgen, wissen. Erstes großes Ziel sagte ich ja 2190, das wurde jetzt erreicht. Das nächste größere Ziel 2525, das ist hier der Bullflag hier geschuldet hier in weiß, ja, also hier, ja. Deswegen, und das rote 2587 ist das 100% Ziel dieses Symmetrical Triangles. So, gehen wir mal in die kleinen Zeigerdaten kurz rein. Da habe ich ja eine ja, mögliche Bullish Panen, wobei das eigentlich schon fast überdimensional ist. Ich nenne es jetzt eher mal, wenn ich mir hier die Struktur jetzt angucke, Symmetrical Triangle. Ascending Triangle. Also ich bin eher gewillt zu sagen, gut, es könnte ein Ascending Triangle sein. Ups, was machst du denn jetzt? Gehen wir mal noch ein bisschen größer rein. Die Struktur sieht für mich halt sehr komisch aus. Ja, also zeichnen wir das mal ein hier. Ja, das könnte wirklich ein Ascending Triangle sein. Ja. Ich nehme hier den Kerzenkörper mit. Also es könnte sich noch ein bisschen hinziehen. Ja, gucken wir mal ganz kurz aufs Volumen. Ja, es ist fallend, es könnte sich wirklich noch hinziehen. Ja, muss mal gucken. Im Moment versucht er wieder oben durchzubrechen. Ja, Long-Möglichkeit wäre, wenn man jetzt nicht schon long ist. Also wenn ihr nach dem alten Symmetrical Triangle Long gewesen seid, wärt ihr ja hier in den Bereich Long gegangen. Ganz kurz, dann wären wir im Moment knapp 3,5% im Plus. Das ist auch saugeil, oder? Also, was will man da eigentlich sagen? Ich persönlich würde immer dann absichern, gerade wenn es jetzt hier so ein bisschen merkwürdig aussieht, gerade die Struktur, ja. Also sichert immer eure Position ab, das ist ganz wichtig. Aber ich sehe wirklich das nächste große Ziel bei 2525. Also das ist das, was ich wirklich sehe. Und alle, die jetzt hier im Trade drin sind, ich bin auch drin, ich bleibe drin und weil ich hier auch höhere Kurse sehe. Ja. Und alle Leute, wo noch nicht drin sind, wartet bitte diesen Ausbruch ab hier. Ja. Wartet am besten, das ist ja im Stundenbereich, eine Stundenkerze ab mit einem möglichen Retest. So seid ihr, ja, so ist es ein bisschen sicherer, erfolgreicher Retest, aber so seid ihr ein bisschen sicher und dann könnt man hier noch vergrößern sogar. Ja, ich werd wahrscheinlich meine Position vergrößern, sollte er hier durchbrechen mit erfolgreichem Retest. Ja, genau, ich werde vergrößern. So, gehen wir mal weiter zu Cardano. Heute haben wir nämlich ein strammes Programm. Cardano. Denn ich will noch kurz zu BNB und Aave dann danach, ja. Dauert nicht lang. So, immer, wie gesagt, viele kennen es noch, möglichst Ascending Triangle, ja. Ich sagte ja gestern im Video, sollte er die 4-Stunden-Kerze über der blauen schließen, wird das für mich eine Long-Möglichkeit sein. Er ist natürlich wieder durchgebrochen hier, ja. Und jetzt, nachdem ich hier die Struktur sehe, da muss ich aber eine kleine Zeit anhalten, könnte sich hier auch ein Ascending Triangle bilden, ja. Man guckt mal kurz aufs Volumen. Ja, fallendes Volumen, das wird passen. Ja, ich zeichne das mal ein. Ich zeichne es mal ein. So. Machen wir es mal in als Linie. Jetzt zeige ich mir die Oberkante ein.
So, genau. Also im Moment sind wahrscheinlich Arsenid-Triangles gern gesehen. So, das heißt, hier könnten wir uns noch in der Range abspielen. Ich persönlich werde, da wir hier wieder reingefahren sind, werde die Longer öffnen, sollten wir hier diese gelbe Linie durchsprechen. Ja, dann würde ich beim erfolgreichen Retest auf Stundenbasis würde ich dann eine Long eröffnen. Ja, natürlich, wenn hier ein erfolgreicher Retest im 4-Stunden-Bereich erfolgt, jetzt hier im babyblauen Bereich, wäre auch eine Long-Möglichkeit. Ja, wir wären aber immer noch in dem Ascending-Triangle. Die Patterns bilden sich ja erst. Ja, also ich habe im gestrigen Video nicht wissen können, dass ich hier so ein Pattern bilden könnte. Das ist natürlich immer, man muss halt immer dabei bleiben. Ja, deswegen. Supportet mich, dann werde ich sowas auch in Zukunft in die Telegram-Gruppe posten, ja. Dann seid ihr immer komplett up to date, ja. Aber wenn der Support natürlich hinterherhinkt, der klar. Also es macht mir zwar komplett Spaß, ja, aber es geht ja auch Zeit drauf, ja. Und wenn ihr das alles natürlich supportet, dann merke ich das und dann werde ich natürlich auch mehr von mir ausbringen, weil wie gesagt, es ist ein Geben und Nehmen. Und hier seht ihr, ist die Möglichkeit, eine Long zu eröffnen. Dann hätten wir hier ein kurzfristiges Ziel. Wenn hier die Long eröffnet wird, die strichle ich mal wieder. Die dupliziere ich auch, weil es geht natürlich, kann natürlich auch nach unten gehen. Das wissen wir ja auch. Wenn es nach unten geht, dann würden wir den Bereich des Ascending-Triangles verlassen, hundertprozentig. Ja, also wenn das wirklich ein Ascending-Triangle ist, das große in Rot, dann würden wir das nach unten dann verlassen. So, nichtsdestotrotz werde ich hier jetzt mal die Preislabels hinmachen und wir gucken uns das jetzt mal an. Sollte hier oben durchsprechen, wäre ein mögliches Ziel bei 1,43. Dann bin ich der Meinung, da wird ihr hier nicht natürlich verharren. Meiner Meinung nach werdet ihr hier nach oben in diesen Bereich gehen. Und da werde ich auch Profite nehmen. Ja, also wenn ich hier dann wieder along reingehe, würde ich da oben Profite nehmen, denn die Möglichkeit besteht halt, dass er nochmal bounce und da unten hingeht, wieder auf die Unterkante des Ascending Triangles. Ja, haben Dreiecke halt in sich, dass die immer hin und her schwanken. Ja. Und sollte er hier oben durchbrechen, werde ich meine Position natürlich vergrößern. Ja, das ist natürlich klar. So, nur mal zu Cardano. Jetzt gehen wir ganz kurz zu Aave und zu BNB. Das mache ich mal gleich zusammen. So, wir sind hier bei Aave. Ich hatte vor 2 Tagen, glaube ich, war das hier das Symmetrical Triangle gecallt. Ja, und so wie es aussieht, ist er jetzt hier ausgebrochen. Warum denke ich das? Weil. Gut, das Volumen ist nicht schlecht, es ist nicht gut, aber auch nicht schlecht hier der Ausbruch. Und es ist bestehen, also es ist nicht so, dass es wieder abfällt, sondern es hält sich hier. Und das könnte hier ein bestätigter Ausbruch sein. Ich persönlich trade es nicht, weil ihr kennt mich, Risk Management, ich bin schon in 3 Trades insgesamt drin. Deswegen, aber für euch, das hier ist auf jeden Fall eine Long-Möglichkeit und da können wir einsteigen. Wir sind immer noch in der Retest-Phase, so wie das hier aussieht. Also ist alles cool. Auf jeden Fall eine Einstiegsmöglichkeit, wo es nach oben gehen kann zu $692 Dollar. Gehen wir kurz mal zu BNB. Mal kurz das Volumen aus. Und hier sieht das Ganze so aus. Da müssen wir noch mal gucken. Hier habe ich einen Symmetrical Triangle drin oder ja, ein Bullish Panent, ein größeres. Guck mal ganz kurz auf das Volumen. Ja, das Volumen ist eigentlich nichts. Also ich bin der Meinung, dass wir hier würde ich auf jeden Fall noch abwarten. Das Volumen ist nichts. Möglichkeit besteht, dass wir hier noch gar nicht die Unterseite gebildet haben. Ja, das wäre jetzt noch viel zu früh, irgendwas zu sagen, weil ich wurde gefragt. Ja, wo könnte man bei BNB jetzt einsteigen? Ich hatte es gestern im Discord gecallt, aber das war zu früh. Die Unterseite hat sich nicht gebildet. Das Volumen ist tot, also ist nichts, wenn man so sieht. Ja, ich würde auf jeden Fall bei BNB jetzt noch abwarten. Ja, es ist einfach zu risikoreich. Ich habe da jetzt auch
kein gutes Gefühl. Natürlich beim Range Trading ist es so, beim Dip zum Beispiel hier drauf, dass man natürlich schon länger öffnen kann auf 488 hier. Deswegen habe ich die. Die mache ich mal kurz runter. So bei ja, 488 etwa, genau. Könnte man den Dip longen, ja. Das ist Range Trading. Und dann die nächste da unten, wobei ich halt nicht denke, dass man so schnell nochmal da runterkommt. Aber man weiß es halt nicht, ja. Man weiß es halt nicht. Sobald sich hier was Genaueres bildet, werde ich das, wenn ich natürlich gerade in dem Moment Zeit habe, werde ich das auf jeden Fall in Telegram callen. So, das war es auch schon für heute. Bin noch ein bisschen müde. Entschuldigung, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bitte lass Liebe da in Form von Likes, Kommentare und Teilungen. Ja, würde mich freuen. Das gibt mir immer wieder den Ansporn, weiterzumachen. Wie gesagt, es macht mir sehr Spaß. Unsere Bull vs. Bears Akademie wird bald wieder seine Tore für Neulinge öffnen. Sind alle willkommen, Profis, Fortgeschrittene und Anfänger. Wenn es soweit ist, werden Kevin, also Kryptosage und ich mich natürlich in unsere YouTube-Channels und auch im Telegram dazu äußern. Und bis dahin, halt euch frisch, bleibt gesund und wir hören uns hoffentlich morgen. Tschüss, euer Krypto-Dennis von der Bull vs. Bears Academy.